Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, meine lieben Damen und Herren. In der letzten Folge haben wir die gesamte Insel geplündert, nachdem wir eine wunderschöne... Nachdem wir eine wunderschöne Botschaft von dem Weisen erhalten haben, haben wir die ganze Insel geplündert. Und jetzt ist es, glaube ich, endlich soweit, dass wir uns die letzte Mörser kaufen können. Fracht verkaufen, natürlich Rum verkaufen wir. Jawoll. Zucker verkaufen wir. Juhu. Und dann, Moment, kaufen wir uns Jektor Upgrades. Den, was? Wir haben nicht genug Metall. Nein, wir haben nicht genug Metall für den Elite Mörser, das gibt's ja gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Und vorhin 80 Metall. Ich würde sagen, das nächste Großkampfschiff muss dranklauben. Aber wir müssen ja eh auf See stechen, in See stechen jetzt. Weil wir müssen ja zur nächsten Mission. Achso, du befindest eh direkt vor uns, das brauchen wir ja gar nicht. Ich sehe gerade gar nicht, wo ich hinsäge. Ich glaube, ich muss hier raus. Hier, okay. Wir treffen gleich auf Land, alle außer Großberg! Huch! Das sind die Hauptsegel! Was das hier? Hauptsegel reffen! Komm ich ja durch? Reffen, Männer! Rammsegel in Holz! Bist du hier reingekommen? Leersegel heißen, los geht's! Jetzt kommt Ram- und Marssegel! Ja, das kenne ich! Nee, ja, Refrain kam mir nur bekannt vor. Ach, da geht's raus, okay. So! Und da sind wir endlich raus aus der Bucht und begeben uns aufs offene Meer. Was ist denn diese komische, dieses komische Fragezeichen? Unentdeckter Ort. Ach so, okay. Ja, wann haben wir diese Fragezeichen? Oder sind mir bis jetzt noch nie aufgefallen? Segelreffen raus aus der Böe! So. Und ist das hier die ganze Zeit so? Ach du meine Güte, ich kann mir nur solche Inseln. Ich weiß, unser Mädchen kann segeln. Jetzt zeigt es! Wow. Ist hier ein Schatz? Lippen voraus, da! Ach, da hinten. Okay. Ich nehme natürlich wieder mit, wie immer. Typisches Gezedere hier. Werf die Trab- und Kramsegel! Und so wollte ich das eigentlich nicht machen, aber okay. Würdest du einfach... Ja, ich versuche mal näher mit dem Schiff ranzukommen, als es geht. Und ich nicht so viel schwimmen muss. Dam 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 dam. Und wieder einen Schatz. Geld, 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 Geld. Bis die Drohe platzt. Ich finde es cool, wenn man die Flagge noch ändern könnte, das wäre geil, wenn man sich seine eigene Piratenflagge aussuchen könnte. So, na okay. Ich hoffe ja sehr, dass der Edward, muss ich auch mal, das ist mir so während der Pause aufgefallen, ich hoffe ja sehr, dass der Edward sich nicht übernimmt jetzt mit dem, was er jetzt vorhat. Vielleicht ist es Observatorium gar nicht für ihn bestimmt, weil er ja gar kein richtiger Assassine ist. Wie wir gerade festgestellt haben, er ist zwar sehr nützlich, nützlicher fast als Assassin, aber er ist eher kein Assassine. Hey, Quatsch. Ja, hab ich muss gucken. Zwei Stück. Von Backbord, Sir! Ein... Jawoll! Gib den Wind ab! Feuer! Großegel! Erwarten Befehle! Feuer! Locker trimmen, alle Segel einholen! Einholen! Oh, Feuer! Go! Feuer! Die Wunden touchieren! Abgeil! Oh, Wow! Feuer! Ganz schön! Ja, ich sehe nicht! Feuer! Feuer! Feuer!
So, drauf. Wo ist das Schiff? Achtung, Edward! Feuer! Ja gut, noch einmal, komm. Feuer! Okay, wunderschön. Halt nicht. Nein, die haben uns im Winter aufgenommen, das gibt's nicht. 5000 Real, du kannst vergessen, dass ich 5000 Real liegen lasse. Nicht um alles in der Welt. Nicht um alles in der Welt lasse ich 5000 Real auf dem Meer liegen. Hallo? Minus 1. Jeder, der das Schiff betritt, stirbt! Haltet ihn zurück! Autsch, das war falsch. Da war die Verstecken, der Stechen da nicht angeguckt, ne? So, Pulver, das haben wir schon nicht zerstört. Komm schon! Meine Leute stehen da am Weg, aber das muss sein! So. Rette mich! So. Wunderschön, den einen haben wir wenigstens gerettet, nachdem wir zwei von unseren eigenen Leuten getötet haben. Aber das sind wir ja gewohnt, ne? Hatte ich gerade die Folge beendet oder angefangen? Folge angefangen, habe vergessen auf Start zu drücken. Okay, dann wird die Folge halt länger. So, ich reparieren die Jackdaw natürlich. Alter, das 5 Level 50 Schiff, das kriegen wir nie klein. Das kannst du vergessen. Also hat bestimmt noch das Metall geladen, das wir brauchen. Ach du Scheiße. Weg hier. Ich versuche einmal wegzukommen. Mist, 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 Mist. Oh mein Gott, wir sind voll in der... Okay, gut. Hoffentlich sind sie nicht so schnell. Ja, ich Großkampfschiffe, also von daher sollten sie nicht allzu schnell sein. Die Mörser treffen uns zumindest gerade nicht mehr. Quatsch. Ja, übelst die spannende Musik. Dum, dum, und dum, dum. Okay. Okay, ein Schiff verfolgt uns noch. Sollten wir aber auch gleich los sein. Princess. Was bist du denn? Sehr, dass wir gegen das Schiff da nicht kämpfen müssen. Aber das scheint nicht dazu zu gehören. Deswegen drehe ich mich jetzt mal ganz kurz hier einmal um die Insel rum, damit die gelben Schiffe mich dann auch komplett verlieren. Hauptsegel bergen! Leg die Hauptsegel in den Wind! Okay. An den Staaten, wir holen dich! Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, ob warten, bis das Level 40er Schiff weg ist, weil wenn wir das im Kampf aus dem erwischen, war's das auch. Ram und Marssegel fest zurück! Und sich von der Seite hier zu näher an die Grins, das kommt auf die Epische. So. Segel, die
Computers mal. Feuer! Also Feuer auf unsere Feinde! Nicht auf Verbündete schießen, okay. Verbündete! Bereit zu schießen, erst die Top- und Darmsegel! Aufgein! Okay, gut. Ah, Captain Kenway. Nehmen wir dein Schiff für dieses Vorhaben oder mein? Erst will ich mehr wissen, bevor ich entscheide. Ah, ein erster Schacht. Dieses Singvögelchen hier hat mir gezwitschert, dass ein naher Galeone den Schatz deckt, den ich suche. Ich hoffe für ihn, er hat recht. Hast du alles gut durchdacht? Oh ja. Mit diesem Mann holen wir uns eine portugiesische Flagge, die uns so nah wie möglich an unser Ziel heranbringt. Eine äußerst simple Idee. Wenn ihr meine Befehle Wort für Wort befolgt. Dann die Checkdown. Exzellent. Gut, okay. Wir sind unter Segeln, Roberts. Wie lautet der Plan? Das Flaggschiff dieser Flotte transportiert einen wertvollen Schatz in einer großen Truhe. Kristallgefäße voller Blut. Vielleicht erinnerst du dich. Wir jagen ein paar Tropfen Blut. Ist das alles? Ich bat dich, meine Befehle Wort für Wort zu befolgen, Captain. Und ich ließ keinen Spielraum, sie zu hinterfragen. Ich will diese Blutfläschchen entkappen. Und bekomme ich sie nicht, betrachte ich uns als Feinde. Verstehst du das? Ich versuch's, Aye. Ich hoffe, da kommen wir rein, ohne dass da eine Insel ist. Aufgein, Segelreffen. Das sieht nach viel Kampf aus. Dicht holen, Fahrt zulegen. Okay, vorsichtig. V geht nicht auf dem Schiff. Wollte ich mal gerade probieren, geht aber nicht. Stehen ziemlich viele Mann hier oben jetzt mittlerweile. Oh fuck, das wird echt knapp. Leicht vom Wind abfallen. Das ist die ganze... Alle Segel einholen. Ach du meine Güte. Kommen wir zur Sache, Captain. Siehst du dieses Schiff da? Wir brauchen seine Flagge, damit der Kniff funktioniert. Wenn ich denen die Flagge stehlen kann, ohne dass sie es merken, tue ich es. Um Himmels Willen, tu es. Komm, na, okay, gut. Ich finde es ja seltsam, dass die uns einfach an sich heranlassen, so nah. Como se encontram nesta noite tão formosa? Muito bem, obrigado. Só um pequeno passeio por essas rotas, porque esses são todos aí. E boa forma. Está tudo em ordem por este lado? Sim, senhor. Tudo em ordem, senhor. Estamos apenas à espera que o nosso navio almirante seja reabastecido antes de zarpar. Ah, e julgo que um dos nossos navios mercantes da nossa frota necessita de um novo mastro. Há homens em terra, neste momento, em busca de uma árvore que sirva tal propósito. Têm embarcadores por entre vós? Não? Quantos julga que serão? Compõem a maior parte da nossa frota, senhor. Dos nossos 42 navios, diria que mais de 2/3 são embarcações mercantis. Ah, um número considerável. Ok. No caso, tão devido estejam com receio de esperar. Então... Sim, senhor, exatamente. Daí as nossas precauções. Ich dachte, ich kann vielleicht pfeifen, Moment. Esta frota necessita de bastante proteção. Não é uma tarefa leve guardar quase 3 dúzias de navios. Imagino que não. Peço perdão, senhor, mas não estou a reconhecer o seu navio. Então? Nem sequer transporta a bandeira do rei. Ah, sim. Olá, senhor. Olá, senhor. Olá, senhor. Ainda não tivemos a oportunidade para o reparar. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich darf mich nicht. Da ist die Flagge, okay. Sie sehen mich nicht mehr. Moment.
glaube, die sehen mich jetzt nicht. Aber theoretisch gesehen sollten sie es eigentlich nicht tun, weil ich bin dann zu hoch und sie gucken ja nicht so hoch. Ist ja sehr seltsam, dass hier einer hochgerannt ist, aber das interessiert die eigentlich nicht, weil... Was soll da schon passieren? Fremder Mann schleicht aufs Schiff. Flagge einholen. Okay, dass das keiner gemerkt hat. Certo, senhor. Ele de momento está a dormir. Vai lamentar não ter tido. Falar consigo. Calma, filho. So. Deus vos abençoe. Wir kommen hier locker noch aus dem Gebiet raus, bevor uns die Luft ausgeht. Und segeln auch schon unter falscher Flagge. Okay. Das gefällt mir so. Dann haben wir die Mission bis jetzt ganz gut erledigt. Auch wenn wir einmal erwischt wurden dabei, aber es hat sich anscheinend nicht ausgewirkt auf die Mission. Hast du die Flagge? Nein, wir haben sie schon gehisst. Das sollte genügen. Ach du Schokolade. Ich halte Abstand. Immer schön langsam. Ei, die Flagge, die wir stahlen, wird uns nicht ewig vor neugierigen Augen schützen. Por favor, senhor. Implore que considere aquilo que está prestes a fazer. Não é possível. Was hat er gewinselt? Er winselt. Er ist begeistert. Ha! Alles klar, okay. Nur so sein Hoher aufspüren. Ich fahr mal so langsam hier. Nicht tot. Fahr zulegen. Jetzt können wir vielleicht noch ein bisschen Fahrt zulegen, weil hier gerade nichts kommt, aber zwischen den Schiffen fahre ich mal lieber langsam. Ich weiß nicht, ob die mich dann aufspüren, wenn ich zu schnell fahre. So. Stimmung locker. Ab direkt voraus. Sie laden etwas von dem Schiff ab. Ist es unsere Prise? Vielleicht solltest du an Land gehen, Captain Kenway. Ruhe finden. Wenn sie enthält, was ich suche. Alles klar. Ich frage mich, wieso will er das Zeug haben? Will er jetzt doch seinem Kodex vielleicht auch untreu werden? Wir hatten ja das Gespräch über den Kodex mit ihm. Will er vielleicht seinem Kodex untreu werden und will seine Macht, die er besitzt, dazu nutzen? So, das ist schön. Haben wir eventuell... Haben wir. Okay, die kloppen sich alle tot. So, na gut. Die Hälfte haben wir besiegt gehabt, zum Glück. Dann müssen wir nicht alle bekämpfen. Ich dachte, wir können uns vielleicht im Gefecht lang ranschleichen, aber die haben die Feinde dann doch zu schnell erledigt. So, erreichen. Ach, die laufen weg. Okay, weiter. Muito que amaldiçoe a Marinha, a verdade é que nos faz bem à disciplina. Um convés deve ser organizado, tão limpo como o rabo de uma baleia. Por isso leva o rancor que a gente não pode castigar. É senso comum. O senso assim? Ok. Ups, daneben, okay. Ich weiß nicht, der mich jetzt hinter Baum treffen konnte, aber okay. So, und... Stirb!
Na komm her. So, nehmen wir natürlich ein Schild. Wir verstecken uns dann. Da liegt der Schatz, alles klar. Mein Gott. Kann ich natürlich nur von der Seite plündern. Hallo? Truhe plündern. Hä? Ja, natürlich nur von der Seite. Leerer Blutamp. Leerer? Das Schiff verfolgen. Ach, mit unserem eigenen. Ich wollte gerade sagen, hä? Wir müssen nicht per Hand. Schön, dass die aber vorgefahren kommen. Okay, das war also ein Fake. Die haben uns verarscht. Die wissen, dass wir hier sind. Das ist natürlich nicht so gut. Großsegel, die Kiste, die sie an Land zogen, war voller leerer Ampullen. Wo ist der portugiesische Captain? Er konnte nicht mehr von Nutzen sein. Wo ist er? Er schläft friedlich auf dem Grund des Meeres. Wie viele müssen wir töten für diese lausige Prise? So viele, wie sich uns in den Weg stellen. Level 38, das wird kritisch. Ich kann noch nicht schneller fahren, für die, die sich wundern. Leicht vom Wind abfahren. Was soll der Mist jetzt hier? Alle Mann an Deck! Was war das denn jetzt? Muss ich auf der anderen Seite lang, oder wie? Hui, na okay, gut. Das, wie es hier wirklich durchgeht, das erfahren wir in der nächsten Folge, meine Damen und Herren. Denn jetzt geht das mal. Tschüss, zur Aufnahmepause. Ciao.